Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Outriders. Wir haben in der letzten Folge die Lavaspinne besiegt und machen jetzt hier noch eine Nebenmission, bevor wir wieder zurück zum oder zur Captain Dunham machen. Einmal durch die Felswand gequetscht. Räume das Lager frei. Oh, ja, hier ist ja schon ganz schön Bambule. Habe ich irgendwie gar nicht so viel vollgenommen. Dass uns das so viel Weltstufe gekostet hat, zweimal zu sterben, das ist natürlich echt brutal. Ach ja, zu spät. Es ist aber auch so ruhig hier. Irgendwas fehlt mir gerade. Weiß nicht. Musik läuft ja sonst auch nicht dauerhaft. Aber irgendwie ist das hier ganz schön ruhig, oder? Es kommt jetzt einfach durch den Bosskampf, der gerade davor war. Ich muss mir angewöhnen, nicht nachzuladen, wenn ich noch die Feuergeschosse im Magazin habe. So, was macht man jetzt mit euch? Ich würde sagen, wir rennen vielleicht hoch. Kriegen wir den? Dann können wir den erstmal holen und dann rennen wir hier einmal hoch. Wenn wir ein bisschen besseren Standpunkt kriegen. Er kommt jetzt vorbei, das war klar. Naja, dann sollten wir ja zumindest jetzt nach der Mission spätestens wieder auf Weltstufe 6 sein. Oh, wo kamst du denn her? Na komm. Ah, da ist ja noch einer. Ah, wir können nicht runterspringen. Verdammt, ich wollte ihn ein bisschen überraschen gerade. Hat das Spiel mir leider nicht gegönnt. Hier ist Eisen. Aber es kommt noch ein Boss. Okay. Was macht er denn krasses? Der Captain der Vorhut. Ah, jetzt hat er wieder Kumpels geholt. Wir stehen voll ohne Deckung neben dem Captain. Aber er hat uns zum Glück kurz eine Verschnaufpause gelassen. Wir müssen auch generell mal gucken, was ich schon für Fähigkeiten habe, die unterbrechen können. Ja, gerade hier solche kleinen Zwischenbosse, die machen halt immer mal ganz gerne, wie man gerade sieht, zum Beispiel Frostkugeln. Und da wäre es nicht verkehrt, ein Skill zum Interrupten dabei zu haben. Weltstufe 6, wir haben es wieder geschafft. Wir haben hier noch was Neues bekommen, ist aber alles nicht unbedingt sehr viel geiler. Etwas besseres Scharfschützengewehr, das können wir mal noch ausrüsten. Und das war's wohl schon. Eisen bauen wir noch ab, aber wir mussten anscheinend wirklich nur das Lager freiräumen. 138 Stück. Keine Kiste, gar nichts. Anscheinend nicht. Na gut, dann geht's wieder zurück zum Lager. Und wir erstatten mal Bericht. Noch schnell Munition aufgefüllt und dann geht es einmal zurück. Da sind wir auch schon. Also ich muss wirklich sagen, das freut mich sehr, dass die Schnellreisen so zügig gehen.
Hör mal. Wir alle hätten dich gern schon vor Monaten hier gehabt. Jetzt haben wir vielleicht eine kleine Chance, den Berg zurückzuholen. Sag mir einfach, wie man die Gondel bedient, Captain. Ich muss meinen Wissenschaftler zum Turm raufbringen. Tja, da gibt's nur ein Problem. Die von uns kontrollierte Gondel fährt nicht zum Turm. Sie fährt mitten in die Rebellenbasis hinein. Klingt gut. Sobald du ankommst, bist du im Nu umzingelt. Aber wenn du es schaffen würdest, genug von denen auszuschalten und den Funkturm zurückzuerobern, schicke ich deinen Wissenschaftler rüber. Hört sich gut an. Hey! Ich bitte dich ja nur ungern darum, das allein zu erledigen. Aber nach deiner starken Vorstellung beim Vulkan... Hör mal, deine Leute haben es schon schwer genug. Ich übernehme das. Wie sympathisch von uns, oder? Eine lila Waffe. Geil, 463. Schrotflinte nicht, Gewehr auch nicht. Wir nehmen auf jeden Fall das Sturmgewehr. Das nutzen wir ja doch am meisten. Aber wir wissen nicht, was es ist. Und zwar eine Lebensentzugwaffe. Sehr geil. Kugeln, die Gegner mit weniger als 50% Leben treffen, fliegen durch sie hindurch, treffen drei andere Gegner in einem Umkreis von 5 Metern und verursachen Verbrennung. Da gibt's was Geileres? Verbesserte Verbrennungskugeln. Schüsse verursachen einen Verbrennungseffekt bei Gegnern. Cool, das hat sich definitiv mal gelohnt. Überwacht alle eingetragenen Koordinaten. Ich will jede Stunde eingetragen. Ja, und dann würde ich sagen, ab in die Gondel und direkt ins Rebellenbasis, in die Rebellenbasis oder das Rebellenlager hinein. Schön, ich hole meine Ausrüstung. Nicht so schnell. Erst muss ich hier nämlich noch eine ganze Rebellenbasis auslöschen. Dabei kann ich nicht helfen. Versuch einfach nicht zu sterben, ja? Das würde ich auch versuchen. Gar keine Frage. Alles, was noch zwischen dir und dem Funkturm... Okay, ich lasse es. Ich lese das nicht mehr vor. Munition hatten wir ja aufgefüllt. Ich freue mich hier auf die neue Waffe. Endlich lila. Tötet das Arschloch und sichert die Salve. Naja, aber direkt umzingelt würde ich nicht so nennen, oder? Ich glaube, da hat sie ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall fetzt die Waffe ordentlich rein und mit dem Lebensentzug ist sicherlich auch ganz geil. Wir können das Ding noch bestimmt abschießen. Hat bloß gar nichts gebracht. Dann weiß ich, was ich in Zukunft nicht mehr tun werde. Jetzt wird's aber hier ein bisschen hässlich. Bin nicht so der Freund von Nahkampf in diesem Spiel. Also wirklich viel Schaden macht das auch nicht mehr. Oder macht's schon, aber halt nur über Zeit. Aber so richtig als Nahkampfskill haben wir aktuell eigentlich gar nichts. Bräuchten noch irgendwas, was schön im Nahkampf einmal um uns herum alles auslöscht. Können auch mal das neue Scharfschützengewehr ausprobieren. So, das ist wieder so ein vollautomatisches Ding. Aber ist doch alles easy und damit Level 11 erreicht. Aber hier wird es doch bestimmt noch eine Kiste geben. Komme ich hier hoch? Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier noch eine Kiste auf uns wartet. Zumindest ein Sammelobjekt. Was haben wir denn hier? Aber das war's dann tatsächlich auch schon. Ich mach's mal wieder auf. Und wie immer, wer möchte pausieren? Tut mir leid, dass ich es jetzt schon ein paar Mal wieder vergessen habe. Wer hat das Gefühl nicht los, dass wir gleich die nächsten Rebellen... Ach, es ist ja schon oben auf der Karte drauf. Wir können durch die Holzdinger nicht durchschießen, aber wir haben eine richtig beschissene Stellung. Die sind alle über uns.
Machen ja auch noch die Bäume kaputt. Ahnte, was haben die denn krasses? Das hätte ich auch gern. Aber die machen uns nicht so viel Schaden. Das heißt, ich würde mal versuchen, hier etwas offensiver durchzukommen. Wo denn? Hä? Kam er denn her? Die sind alle so weit weg. Na, wenn ich mich da jetzt nicht übernommen habe. Nee, haut hin. Au, au, au. Ist doch gut. Ich habe das Gefühl, die mögen uns nicht. Autsch. Au, 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 shit, shit, shit. Jetzt kommt da auf einmal ein Captain. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir müssen uns hier an denen erstmal wieder ein bisschen Leben holen und dann müssen wir hier unten mal in Deckung gehen. Und sogar zwei Bosse. Jetzt übertreiben sie es aber. Wir müssen eigentlich erstmal den Scharfschützen ausschärfen. Genau den. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt meine Handkugeln dadurch verloren habe. Ja, natürlich verloren. Okay, Waffenwechsel ist also auch nicht drin und scheiße, der hält was aus. Und er kommt immer näher. Und die kommen schon wieder mit der nächsten Scheiße hier an. Oh oh. Das könnte ein bisschen schwieriger hier werden. Ist halt echt gut gepanzert, ne? Ich habe nicht mehr so viel Platz zum Ausweichen gegen ihn. Langsam wird's hässlich. Komm, nimm diese komischen anderen Kugeln jetzt. Wir müssen erstmal wieder an ihm vorbei. Idealerweise hier runter. Ja, den einen haben wir fast. Der zweite wird auch nicht mehr weit sein. Ah, der ist direkt hier oben. Shit. Oder hier unten, besser gesagt. Komm schon, den einen bitte. Gut, einer ist tot. Wieder nur grüner Loot. Schweinerei. Gebt mir mal den zweiten Skill noch auf, dass wir mit dem gleich mal wieder Leben holen können. Wo es lebenstechnisch aktuell eigentlich wirklich ganz gut aussieht. Ich glaube, da bräuchten wir dann wirklich eher die Schrotflinte und müssten die hier ein bisschen auf Nahkampf nehmen. Ich glaube, das hat nicht getroffen. Und jetzt. Gut, Bosse sind weg. Er gab wenigstens blauen Loot. Jetzt müssen wir uns erstmal um die Scharfschützen kümmern. Manchmal springt er einfach zur Seite. Er macht das an sich mit Doppeltaste. Aber es passiert halt manchmal, wenn man stehen bleibt und schnell wieder rüber geht. Ich weiß nicht, ob ich das entweder nochmal umstelle in den Einstellungen. Oder ich versuche, das irgendwie zu umgehen. Ach, uiuiuiui. Das muss doch nicht sein. Gut, der eine weg. Jetzt hätte ich gern den hier oben noch in seinem Bunker. Komm raus. Gut, wir laden nach. Aber der möchte nicht mehr. Jetzt. Dann haben wir ihn. Dann sind es doch bloß noch zwei. Oh, auf der Karte sehe ich noch vier. Na gut, wir müssen mal wieder ein bisschen mehr in den Nahkampf.
Schön, wie er nur seine Rübe rausgehalten hat. Haben wir keine Doch, wir haben noch Muni. Wir müssen bei beiden Waffen nachladen. Aber so geht's natürlich auch. Wir haben den Schlüssel, sehr cool. Und jetzt noch eine Tür öffnen, aber wir gucken wie immer erst nochmal in Ruhe, ob sich hier noch eine Kiste verborgen hat. Obwohl wir hier eigentlich fast alles abgelaufen sind. Da drüben eher noch nicht. Wir kommen hier nochmal raus. Ach, das wäre doch ein perfekter Platz für eine Truhe gewesen. Aber ich glaube auch, dass die Truhen nicht immer an derselben Stelle sind. Also das wird, glaube ich, ich kann es nicht versprechen, aber ich glaube, es wird random geladen, wo die platziert werden. Und das riecht mir schon wieder nach Gegnern. Hier oben gibt's doch nur Monster und Rebellen, richtig? Warum sind diese Felsen dann so heiß begehrt? Wegen dieses Turms. Du weißt, warum wir ihn gebaut haben, oder? Er war unsere letzte Hoffnung, das Signal zu finden. Aber es hat nie geklappt. Die Störungen durch die Anomalie waren zu stark und ohne die Frequenz konnten wir es nicht orten. Die Rebellen haben den Turm irgendwann eingenommen und alle abgeschlachtet, ohne zu wissen, wofür er ist. Dieser Berg hätte uns vereinen können. Stattdessen war er nur ein weiterer Misserfolg. Und trotzdem versucht ihr es weiter. Warum? Weil wir müssen. Was bleibt denn sonst übrig, wenn man gar keine Aufgabe mehr hat? Dann kann man sich auch gleich erhängen gehen. Wenn natürlich irgendwo noch ein Funken Hoffnung besteht, dann würde ich mich da auch dran festklammern. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier oben was verpassen. Da unten sind schon wieder Gegner. Moment. Doch, wir haben was verpasst. Eine Kiste. Jetzt haben wir die Gegner leider schon angelockt. Ich wollte gerne nochmal ins Inventar gucken. Ja, war aber schnell hier oben. So, wo ist denn der Rest? Sehe aktuell noch keinen, dann können wir eigentlich auch nochmal schnell gucken. Ein besserer Helm und bessere Handschuhe. Da bist du. Na komm raus. Muss ich es dir erst warm unterm Hintern machen? So. Irgendwas ist links neben mir. Ach, da haben wir natürlich auch wieder gar keine Deckung hier. Ja, voll reingesprungen, aber zum Glück noch rechtzeitig wieder raus. Ein Glück. Ja, da unten ist markiert. Falsche Taste. Au. Ihr Halsabschneider. Wo kam denn der Scharfschütze? Hier kam der durch. Ach, Munition leer, verdammt. Wäre so schön gewesen. Aber da haben wir es auch schon. Also gegen die kommen wir eigentlich ganz gut zurecht aktuell, auch auf Feldstufe 6. Kein Problem. Das freut mich sehr. Ich glaube, hier war nichts weiter versteckt, aber wir gucken nochmal eben. Kann ja auch sein, dass wir noch Eisen oder sonstiges hier hinten an den Bergen dran finden.
Das sollten wir auch idealerweise mitnehmen. Kämpfe den Weg durch die Rebellenfestung frei. Ich würde sagen, das haben wir getan. Wir füllen natürlich nochmal Munition auf. Nehmen das Sammelobjekt mit. Und dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge durch die Tür hier und mal schauen, was uns da erwartet. 17 Uhr geht's dann weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.